Dies ist der Mann of Sorrows, Jesus in Decentraland, Love is everywhere. Guten Tag, mein Name ist DJ Loveman. Dies ist die wunderbare Geschichte der Bibel. Ich bin ein Krypto-NFT-Avatar aus Decentraland. Grüß dich, sehr nice, dich zu sehen. Gerne nenne ich Ihnen die genauen Bibeltexte, die sich auf die Ereignisse rund um Ostern beziehen. Palmsonntag, der Einzug Jesu in Jerusalem wird in allen vier Evangelien erwähnt. Die folgenden Verse stammen aus dem Evangelium nach Matthäus. Und als sie nahe an Jerusalem kamen und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf vor euch, und alsbald werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer, alsbald wird er sie euch überlassen. Matthäus 21, 1-3. Gründonnerstag, das letzte Abendmahl, wird in allen vier Evangelien erwähnt. Die folgenden Verse stammen aus dem Evangelium nach Lukas. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Lukas 22, 19-20. Karfreitag, die Kreuzigung Jesu wird in allen vier Evangelien erwähnt. Die folgenden Verse stammen aus dem Evangelium nach Markus. Und sie brachten ihn an die Stätte Golgatha, das ist verdolmetscht, Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe im Wein zu trinken, er aber nahm's nicht. Und sie kreuzigten ihn und teilten seine Kleider und warfen das Los darum, wer was bekommen sollte. Markus 15, 22-24. Ostersonntag, die Auferstehung Jesu wird in allen vier Evangelien erwähnt. Die folgenden Verse stammen aus dem Evangelium nach Lukas. Da sie aber von den Toten redeten, siehe, da stand er selbst mitten unter ihnen und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt, und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Lukas 24, 36-39. Es gibt noch viele weitere Textstellen in der Bibel, die sich auf die Ereignisse rund um Ostern beziehen, aber diese sind einige der bekanntesten.